Wisst ihr, was lustig ist? Dass ich so viele Dinge schon auf YouTube gemacht habe und mich am Ende einfach dazu entschlossen habe, genauso Videos zu machen, wo keine Musik im Hintergrund läuft, wo keine flashy LEDs da sind, mit dem besonderen Effekt, der dazu kommt, wenn man orangenes und blaues Licht aufeinandertreffen lässt. Ich mache keine Intros, keine Outros, keine Textgerade, ist mir alles egal. So ist das YouTube für mich. Und heute will ich darüber reden, was so die meiner Meinung nach besten Zeiten sind, um hochzuladen. Wie gesagt, ich habe schon verschiedenen Content gemacht, deswegen kann ich da etwas aus Erfahrung sprechen. Ihr könnt gerne auf meinen Kanal gehen und dann seht ihr auch verschiedene Dinge. Aber es waren auch verschiedene Kanäle, zum Teil auch. Ich habe einen internationalen Starleisky-Channel, der fast 1000 Abonnenten hat, mit 30 Videos oder so. Aber ich mache auch keine Reactions mehr, deswegen lasse ich ihn einfach so dahin vegetieren. Aber falls ihr eine Idee habt dafür, dann haut's auf jeden Fall raus. Und ich mache auch so ein random Video auf Englisch, das ist ja so lustig. Naja, jedenfalls kommen wir so zu den Eingruppierungen. Wir haben einmal, finde ich, so Montag bis Mittwoch, in Klammern noch Donnerstag. Und Freitag, Samstag, Sonntag sind jeweils für sich eine ganz eigene Kategorie. Also Montag bis Mittwoch. Womit man da relativ gut fährt, ist so um 18 Uhr zu droppen. Ne? Ich habe jetzt am Montag ein Video gedroppt um 12 Uhr. Ist richtig schlecht gelaufen. Richtig schlecht. Weil alle sind arbeiten oder in der Schule. So, da hat keiner Zeit. So, in seiner Mittagspause gibt man sich halt nicht so ein 10-Minuten-Video oder so random auf YouTube. Also wo einer einfach so in die Kamera labert. Zumindest nicht das. Also es kommt auch immer noch auf den Content drauf an. Aber das Montag bis Mittwoch, bitte Leute, macht es abends. Ich sag's mal so, zwischen 17 und 19 Uhr ist da so eine gute Zeit. Ja, vielleicht auch noch bis 20 Uhr. Ja, zum Teil kommen die Klicks auch richtig spät rein, generell, weil, wo ich mich immer wundere, was los mit den Leuten. Aber ja, ganz viele Klicks kommen so rein zwischen auch 20 und 23 Uhr, wo alle halt irgendwie endlich mal alles für den Tag erledigt haben, nicht nur Arbeit, Schule, sondern auch einkaufen oder mit Freunden treffen und dann können sie wirklich einfach nur chillen. Ja, so, da haben wir das erste Mal geklärt, ne? Aber wenn ihr da mal spät dran seid, könnt ihr dann auch um 20 Uhr immer noch droppen, so ist kein Problem. Donnerstag, da habe ich das Gefühl, da gehen die Leute schon wieder mehr aufs Ganze, so, für die ist gefühlt schon Wochenende, die sind schon bereit, ihren Schlafrhythmus komplett kaputt zu machen. Da darf man auch schon ein bisschen später droppen, ne? Es gibt ja auch Leute, die Musik machen und die droppen normalerweise immer freitags und die droppen dann halt wirklich Freitag 0 Uhr, also von Donnerstag auf Freitag. Und dann haben die da auch schon einige Klicks, so, wo ich auch weiß, okay, da sind viele, die warten da drauf, dass ihr Lieblingskünstler einen Song droppt und dann chillen die da und warten noch, so. Und wenn ihr vielleicht auch irgendwas mit Musik macht, dann könnt ihr dem auch noch mal ein bisschen vorherkommen und irgendwie um 20, 21 Uhr irgendwie was droppen am Donnerstag. So, machen ja mittlerweile auch schon welche und so. Aber Donnerstag, ihr merkt schon so, es ist ein bisschen anders. Freitag, ich habe das Gefühl, viele Schüler haben entweder da früher aus und oder auch Leute, die arbeiten gehen, die vielleicht Überstunden machen oder in Teilzeit arbeiten gehen, die gehen freitags früher von der Arbeit. Da kann man auch mal um 12 Uhr, um 13, 14, 15 Uhr was droppen. Da geht schon so Mittag. So, aber dann Freitagabend geht schon ein bisschen was ab, ne? Mit den Klicks muss man auf jeden Fall schon sagen. Und Samstag könnt ihr dann morgens droppen. So nach meiner Erfahrung nach. Also so 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr. Ja, 9 Uhr ist eigentlich schon, finde ich, ziemlich gut. Wenn ihr anderer Meinung seid, andere Erfahrungen gemacht habt, schreibt es unten rein. Aber auch da, abends ist okay, aber nie so gut, wie ich es erwarte. Weil am Samstag habe ich das Gefühl, also freitags sind die Leute noch so, okay, ich habe jetzt gearbeitet, ich will zu Hause sein und chillen und YouTube-Videos gucken. Aber Samstag haben die wieder Ressourcen, haben die gepennt einmal und am nächsten Tag ist auch nichts. So, und dann kommt Samstagabend dann doch öfters mal weniger Klicks rein, als man in erster Linie denken würde. Ja. Und Sonntag sind die dann komplett wasted morgens. Da kann man sich dann auch wieder, ja, eigentlich erst ab 12 Uhr orientieren. So. Da Sonntag morgens 9 Uhr, weiß ich nicht. Habe ich das Gefühl, da schlafen die alle noch ihren Rausch aus. So.
Ja, also ab 12 oder da auch wieder abends, genau. Um da nochmal so ein bisschen. Ja, abends ist da eigentlich ganz gut, ja, so 18 Uhr, ja. Weil da flüchten die Leute nochmal vor Montag und so. Ja, das ist so meine YouTube-Drop-Erfahrung und so. Genau, generell auch wie häufig man Videos hochlädt. Also ich merke auch täglich ein Video hochzuladen, kommt ziemlich nice. Wenn man aufwendigere Videos hat, dann denke ich, passt auch so zweimal die Woche, dreimal die Woche so. Da habe ich aber zu wenig Erfahrung, um jetzt zu sagen, welche ausgewählten 2, 3 Tage ich da wählen würde. Aber wahrscheinlich irgendwas kurz oder am Wochenende, weil da die meisten, also kurz vorm oder während des Wochenendes, weil da die meisten Klicks irgendwie reinkommen. Ja, und genau, aber ansonsten jeden Tag, ich habe ja meine Routine gehabt. Ich habe 2 Tage nicht gedroppt. Die YouTube-Klicks sind downhill gegangen, also direkt irgendwie ungefähr so minus 20, 25, 30%. Also Klicks Reduktion finde ich sehr dramatisch, aber da ist YouTube einfach so. Ich merke es auch bei meinem Musikkanal, wenn ich da mal regelmäßig droppe, was ich nie mache, dann automatisch plötzlich 30, 40 Klicks. Ich denke so, woher? Und dann mache ich wieder unregelmäßig 2. So, es ist crazy. So, es ist da wirklich richtig. Ich bin so YouTube-technisch so voll im Underground. Aber auch da erkennt man meiner Meinung nach Unterschiede. Ja, genau. Das waren so die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Schreibt mir gerne eure Erfahrungen unten in die Kommentare. Vielleicht könnt ihr mir da auch neue Erkenntnisse dazu geben. Und wenn ihr nur selber YouTube-Videos schaut, wann schaut ihr denn am liebsten YouTube-Videos? Weil ich denke immer so, spät abends, die Leute gehen nuts zum Teil. Ja, so, die sind einfach wach bis in die Ewigkeit. Genau. Also lasst ein Like und ein Abo da. Peace.